Ein herzliches Grüß Gott wieder von mir aus dabei war. Ich zeige euch jetzt, wie ihr Kerzen schön dekorieren können, weil der Herbst ist klassisch wieder die Zeit, wo es draußen einfach dunkler wird und wo man gerne am Abend auch eine Kerze anzünden kann. Für den mein Basteltipp brauchen wir eine Blumenseide, eine Schere, ein normales Backpapier, einen normalen Föhn oder so einen Bastelföhn, Serviette und natürlich Kerze darf nicht fehlen. Damit das Ganze funktioniert, nehmen wir die Kerze, legen sie an und dann kommt der Druck drauf. Ihr könnt das machen mit der Serviette oder natürlich mit einem fertigen Spruch. Wenn ihr etwas selber gestalten möchtet, dann müssen das bitte auf Seidenpapier ausdrucken, dazu ein normales Papier unterlegen, auf Seidenpapier einen Spruch ausdrucken und dann lösen ihr bitte noch einfach ab und können dann so auf Kerze auftun. Bei der Serviette bitte nicht drei Lagen verwenden, sondern wirklich nur die oberste Schicht, die ist vollkommen ausreichend. Wenn ihr es gerade auf der Kerze platziert habt, bitte einfach das Backpapier nehmen, um die Kerze rundum wickeln, gehörig festziehen und schauen, dass keine Falten drin sind. Jetzt wird das Ganze mit einem normalen Heißluftföhn angeföhnt. So lassen sich Kerzen natürlich zu unterschiedlichen Anlässen machen. Egal, ob ihr einmal Danke sagen möchtet, ob es eine Trauerkerze ist oder eine Herbstkerze, da können ihr wunderbare Sachen gestalten. Was mich auch immer gefragt wird, ist, wie groß kann denn eine Kerze in einer Laterne drin sein? Da hätten wir zum Beispiel ein perfektes Beispiel. Es sollte sein, dass einfach oben ein Drittel mindestens leer ist, damit einfach die Hitzeentwicklung nicht zu groß ist. Ihr könnt beide Laternen ausstellen, aber einfach bitte immer schauen, dass oben wirklich noch genügend Luft nach oben ist, dass da einfach wirklich der Deckel nicht zu warm wird. Ein kleiner Tipp hätte ich euch noch, wenn euch das zu wackelig ist mit Kerzen, es gibt eine wunderbare LED-Echtwachskerze, die schauen aus wie echte Kerzen, können damit Batterie betreiben, die ist ein Timer drin, sowohl für innen als auch für außen verwendbar und da kann euch garantiert nichts passieren.